Ja, danke für das Intro. Ich bin heute hier, um meine Geschichte zu erzählen. Ich war tatsächlich viele Jahre lang Banker, auch wenn man es mir heute vielleicht nicht mehr so ansieht. Das sah damals auch ganz anders aus. Aber eins nach dem anderen. Ich bin aus Leipzig, habe hier BWL studiert, Schwerpunkt Finanzanalyse und Marketing. War 2002 fertig und bin dann nach Frankfurt. Das war eigentlich nicht so wirklich mein Metier, aber ich habe damals am Lehrstuhl vom Professor Löbler den Hiwi gemacht und der hatte mich damals vor die Wahl gestellt, ein Praktikum zu machen im Marketingbereich bei Procter & Gamble oder 2000 war halt auch so die Zeit Börsenboom, Fintechs, die ganze Tech-Bubble, jeder Student hat irgendwie auch so ein bisschen was investiert, eben auch ein Praktikum im Finanzbereich bei JP Morgan zu machen. Und ich habe gedacht, okay, eigentlich wollte ich Marketing machen, aber mal so ein Praktikum bei einem Finanzdienstleister bei einer Bank, das kann nicht schaden, Marketing kann ich immer noch machen. Außerdem hat JP Morgan damals 3200 D-Mark monatliches Praktikumsgehalt gezahlt. Und als Student aus Leipzig fand ich das nicht unattraktiv, da mal 3 Monate reinzuschnuppern. Und aus diesem Reinschnuppern in die Branche ist dann, sind am Ende halt doch ein paar Jahre mehr geworden. Und das Praktikum war auch ganz cool, war mit viel Arbeit verbunden und wirklich auch ein Eintauchen in eine ganz andere Welt, die den meisten, die jetzt nicht in der Branche sind, wahrscheinlich ziemlich fremd ist oder die man vielleicht so erahnt, wenn man so Bad Banks aus dem ZDF kennt, so diese Serie. Ganz so schlimm war es nicht. Trotzdem habe ich mich dann nach dem Studium dazu entschlossen, nicht in die Marketingrichtung zu gehen, sondern tatsächlich erstmal in diesen Finanzbereich. JP Morgan fand mich auch irgendwie ganz nett. Die haben mich dann auch ständig dazu gedrängt, mein Studium abzuschließen und haben wirklich quartalsweise angerufen, wann ich denn endlich komme. Und ich dachte, okay, wenn die so interessiert sind, dann kann ich mir auch noch Zeit lassen mit dem Arbeiten. Aber 2002 war ich trotzdem fertig und dachte, na gut, dann machst du das mit dem Banking so 2-3 Jahre, dann hast du ausgesorgt und dann musst du gar nicht mehr arbeiten. Das war so der ursprüngliche Plan und dann kannst du immer noch Marketing machen. Und das Ganze hat dann doch länger gedauert. Wie gesagt, 14 Jahre. Ich bin auch nicht bei JP Morgan gelandet, sondern bei einer anderen Bank. Bankhaus Metzler ist eigentlich eine ganz coole Bank. Ich würde mal sagen, ist eine der guten unter den vielen Banken, die ja eigentlich nicht so im Interesse des Anlegers unterwegs sind. Und habe dort als Junior Fondsmanager angefangen und hatte da so meine Ideen, wie sowas funktionieren könnte, die dann doch auch irgendwann mal enttäuscht wurden. Ich habe dort in keiner Abteilung angefangen, sondern habe im Prinzip mitgeholfen, eine neue Abteilung aufzubauen mit einem Kollegen. Quantitatives Asset Management, will ich gar nicht so sehr ins Detail gehen. Es hat was mit Wertsicherung zu tun. Wir haben für institutionelle Anleger wie Versicherungen und Pensionskassen dort Gelder gemanagt ab 50 Millionen Euro und haben dort quasi innerhalb der Bank eine neue Abteilung aufgebaut. Wie gesagt, quantitatives Asset Management. Das ist auch ganz gut gelaufen. Aus 2 Leuten sind dann 20 geworden. Wir haben dann 11 Milliarden Euro verwaltet für alle möglichen Versicherungen und Pensionskassen. Ich habe auch echt viel Geld verdient, muss ich gestehen. Und irgendwann war das vom Anlagevolumen der größte Bereich von diesem Bankhaus Metzler. Und ich bin dann relativ schnell Bankdirektor geworden in diesem Bankhaus und hatte auch viele Privilegien und ich dachte auch dann irgendwann Einflussmöglichkeiten und habe gedacht, na gut, wenn du schon so weit bist, dann kann man doch versuchen, das Banking irgendwie im Interesse der Anleger auszugestalten. Das fängt erstmal bei der Transparenz an, die Leute auch vernünftig über Risiken aufzuklären, über die Kosten aufzuklären, die Kosten auch runterzunehmen, weil die Bank nimmt in der Regel immer das, was sie kriegen kann, nicht das, was ihr zusteht.
Und das war dort ganz genauso. Und da dachte ich, na gut, das können wir dann ändern. Und dann bin ich auch immer lauter geworden, weil ich dachte, naja, größte Abteilung, größter Bereich in der ganzen Bank, selber aufgebaut, das muss ja schon was heißen, die Leute werden schon auf dich hören. Aber das ist nicht so, denn wenn es ans, wie man so schön sagt, ans Eingemachte geht, also an die Gewinne, an die Gewinnmargen, dann sind die Banken, egal ob es Privatbanken sind, also im Sinne von, sag mal, Personen, geowned durch die Familie Metzler oder ob das Aktionäre sind, dann wären die eher zurückhaltend. Und die Preise, die dort halt verlangt wurden bei den Kunden, die waren halt auch viel zu hoch. Ja. Die Leute wurden ja nicht direkt abgezockt, aber man hat sich schon das genommen, was einem eigentlich nicht zustand. Weil das Risiko nimmt immer der Anleger, der Ertrag, der bleibt bei der Bank. Und das habe ich auch, man erinnert sich, ich wollte eigentlich gar nicht in die Bankbranche, ich wollte halt 2-3 Jahre machen und dann in den Ruhestand gehen. Ich habe gedacht, ich kann das von innen heraus und mit der ganzen Macht und dem Aufbau und so viel Geld verdient für die Bank, könnte ich das ändern und bin dann auch immer lauter geworden, auch viele Diskussionen geführt. Und muss aber sagen, ich bin damit nicht nur auf taube Ohren gestoßen, sondern ich bin damit echt gescheitert. Ja? Das hat sich keiner angehört, davon wollte keiner was wissen. Ja? Die haben dann immer nur vorgerechnet, ja, da fehlen uns 10 Millionen Euro an Ertrag, wenn wir das so machen. Dann sage ich, ja genau, die stehen uns aber auch gar nicht zu, das ist doch das Geld von den Anlegern. Ja, aber die sind da nicht so sensitiv und die merken das auch gar nicht und Kosten kann man auch verstecken und so weiter und so weiter. Das war auch schon immer so und warum soll man das anders machen? Und es ist tatsächlich dann so gekommen, dass man irgendwann mir den Bereich weggenommen hat, ja, und gesagt, nee, also danke, dass du das aufgebaut hast, aber das geben wir jetzt jemand anders, ja, und dann guck, dass du irgendwie anders zurechtkommst. Also es war schon sehr enttäuschend. Für mich war die Erkenntnis, wenn man kann so ein System wie das Finanzsystem und das System der Kapitalanlage nicht aus einer Bank heraus ändern. Da haben 99% der Leute was dagegen und das restliche Prozent weiß sowieso nicht, wie es läuft. Ja. Also das hat nicht funktioniert. Aber es gab einen Lichtblick. In der Zeit hatten auch andere Banken und Anbieter von Kapitaldienstleistungen davon Wind bekommen, dass das mit dem Aufbau dieses quantitativen Fondsmanagements beim Bankhaus Metzler sehr gut geklappt hat. Hat das Bankhaus Lampe bei mir angerufen und hat gesagt, ob ich nicht Bock habe, das dort aufzubauen. Quantitatives Asset Management für institutionelle Versicherungen, Pensionskassen und vermögende Privatkunden ab 5 Millionen Euro Vermögen. Und dann habe ich gesagt, ja, würde ich machen, aber das müssen wir echt transparent und fair gestalten. Das muss anders sein, als das bei den anderen Banken so der Fall ist. Ja, das machen wir, kein Problem. Kommen Sie zu uns und können Sie noch jemanden mitbringen? Sage ich, ja, ich rede mal mit meinen Kollegen und dann habe ich noch 3 Leute mitgenommen. Dann sind wir zur nächsten Bank gegangen, haben das aufgebaut im Januar 2017 und im November 2017 war das Bankhaus Lampe dann um 1,5 Milliarden Euro Kundengelder reicher stimmt nicht, aber die hatten halt 1,5 Milliarden Euro mehr Kundengelder auf Basis dieser quantitativen Technologie. Und die Idee, das Ganze transparent und im fairen Pricing zu machen, die hat sich auch irgendwie ganz schnell dort auch in Luft aufgelöst. Ja? Also wir hatten am Anfang super viele Freiheiten und als es dann um die Fairness und die niedrigen Kosten für die Anleger ging, wollten die tatsächlich nichts mehr davon wissen und haben gesagt, nein, das sind Revenues und wir können da nicht und wir müssen ja auch die Leute bezahlen. Da habe ich gesagt, das stimmt doch gar nicht. Die 1,5 Milliarden, die habt ihr doch vorher auch nicht gehabt. Die sind doch jetzt erst zusätzlich gekommen. Nee, aber das geht nicht. Das sind wichtige Erträge. Und für das Bankhaus Lampe waren das noch viel wichtigere Erträge, weil die hatten vorher in dem Bereich schon insgesamt nur irgendwie 5 Milliarden. Und wenn da 1,5 Milliarden dazukommen, in einem Jahr ist das halt ein Riesenbrocken. Das heißt, die haben davon gelebt und leben müssen und dann wollten die auch davon nichts mehr wissen, dass man faires, transparentes Banking, Kapitalanlage aufbauen könnte. Da habe ich gesagt, na gut,
Wenn ihr das nicht wollt, wie sieht denn das aus mit einer Ausgründung? Ich gehe und wir packen uns zusammen und dann färbt das nicht so ab. Ihr könnt die 1,5 Milliarden behalten, aber wir bauen zusammen was auf, was dann vielleicht mit einem anderen Kundenfokus dann fair und transparent ist. Ja, das ist eine gute Idee. Ich bin mit dem Vorstand zusammengesessen und sagen, ja, wie sieht es denn aus? Wie haben Sie sich das vorgestellt? Sag ich, naja, ich gründe die Company und das Bankhaus beteiligt sich und stellt die Infrastruktur und so weiter und so weiter. Viele Details. Sag ich, ja, das können wir machen. Und dann habe ich gesagt, naja, ich würde dann der Bank anbieten, sich zu 20% an der Firma zu beteiligen, die dann auszugründen wäre. Und dann sind die aus allen Wolken gefallen und gesagt, wie beteiligen? Ach, Sie wollen auch beteiligt werden an der Firma. Aber wozu? Wie bezahlen Sie doch? Da müssen Sie auch nicht Anteil an der Firma haben. Ja, das macht doch keinen Sinn. Sage ich, nee, es macht keinen Sinn, dass ich eine Firma gründe und daran nicht beteiligt bin. Und am Ende war es aber auch von vornherein so klar, dass die Ausgründung nicht stattfinden würde, dass die Bank die Assets, also die Kapitalanlagen, behält und damit weiter Geld verdient. Und zwar bis zum heutigen Tag. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht nochmal, ein drittes Mal. Da gehe ich lieber nach Hause und arbeite eben nicht mehr bei der Bank. Und so war der Plan. Also im Bankensystem irgendwas zu verändern, innerhalb der Bank kann man, also das funktioniert nicht. Und selber eine Bank gründen ist sehr, sehr schwierig. Da gibt es enorme Hürden, also habe ich das Ganze abgeblasen. Davon hatte ein Investor, ein amerikanischer Investor, Wind bekommen. Der war mit dem Bankhaus Lampe eng verbunden und hat gehört, dass ich dort aufhören möchte und halt was Faires auf einem weißen Blatt Papier, transparent und so weiter aufbauen. Und der hat mich dann kontaktiert. Wir haben uns kennengelernt im Sommer 2018 und hat gesagt, ich finde die Idee toll. Wir bauen einen Asset Manager, also eine Kapitalanlagefirma, auf einem weißen Blatt Papier. Wir machen das so günstig, dass der Ertrag auch bei den Anlegern bleibt. Wir machen das so transparent, wie es das vorher nicht gab. Und dachte ich, ey, das klingt echt richtig gut. Konnte es erst nicht glauben. Aber es war dann tatsächlich so. Und er hat gesagt, hier, ich finanziere das über einen Anteil an der Firma. Und das ist das, was ich bis heute mache. Wir haben dann die Firma Evergreen gegründet, hier in Leipzig. Und was ich dazu sagen muss, so blöd das war, dieses System von innen heraus nicht ändern zu können. Trotzdem war es enorm wichtig, die ganze Erfahrung innerhalb des Systems auch zu sammeln, weil ohne das hätten wir das auch jetzt nicht auf die Beine stellen können. Und von daher bin ich schon sehr, sehr froh, dass es die Zeit auch gab, das Ganze kennenzulernen, ein Netzwerk aufzubauen. Das ist eigentlich so das Ergebnis, was ich vielleicht auch so mitgeben würde für jemanden, der gründet. Wichtig ist es wirklich mit Erfahrung auch zu gründen, insbesondere wenn man in einer bestimmten Branche gründen möchte, ja, dass man vielleicht dort schon ein paar Jahre gearbeitet hat, auch wenn man dort nicht alles gut findet oder das vielleicht sogar total schlecht findet, die Voraussetzungen, die holt man sich trotzdem dort, um dann später was Eigenes aufzubauen. Von daher will ich die Zeit auch nicht missen, aber viel, viel mehr Spaß macht es jetzt, auch auf ehrliche, transparente Art und Weise unterwegs zu sein. Das ist die Geschichte vom Banker aus Leipzig, der wieder zurückgekommen ist, würde ich mal sagen, ja.